Hey Leute, wie geht's, wie steht's? Ich hoffe, ihr habt alle eine fantastische Zeit vom letzten Video zu diesem hier. Heute etwas anderes als Minecraft, ja. Und zwar spielen wir Age of Wonders 3. Und jetzt ist wohl die Frage, wie let's playt man bitte? Wie nimmt man ein Video auf zu einem Spiel, was größtenteils mehr abgesehen ist für Multiplayer oder generell als Strategiespiel gilt, wo man einfach Szenarien gegeneinander kämpft? Nein! Ha! Du Vollidiot, du Idiot, du Blödian, du, ja, ich rede mit dir, Zuschauer, ja, genau mit dir. Es gibt eine Kampagne, das ist etwas, was ich, like, hätte vor, keine Ahnung, 6 Jahren herausfinden sollen, als ich das Spiel geholt habe. Aber es gibt eine Kampagne, schau mal, neuer Feldzug, und hier gibt's ein paar Sachen, ja. Und wir werden da erstmal Elfenhof spielen und dann schauen, wie viel Spaß ihr dabei empfindet. Und dann vielleicht die anderen noch machen. Aber das ist dann. Meist Nekromantenfeldzug. Klingt wohl richtig, richtig spannend. Wir fangen mit dem ersten an. Ich weiß nicht, ob man die Kampagnen der anderen zwei hätte spielen sollen davor, damit Sinn ergibt. Aber das werden wir schon sehen. Also, der Elfenhof erfüllt als Sundrin, Prinzessin Sundrin, Sundren? Sundren ist ein Name? The fuck ist Sundrin? Prinzessin der wiedererstehenden Hochelfen. Eure Bestimmung und entscheidet über die Zukunft der Welt. Anfänger bin ich zwar nicht mehr, aber gut bin ich auch nicht, also let's go. Der Rat des Ursprungs. Sundrins Geschichte. Also so ziemlich läuft das hier. Der Staatenbund, das größte Reich der Menschen, ist grad voll im Britenmodus im Territorium einnehmen. Der Elfenhof hat gar keinen Bock drauf und sagt, nö. Nö. Die müssen irgendein Äffle oder was auch immer anscheinend beschützen. Kein Plan? Voilà. Hashtag Ehre. Stellt euch vor, scheiß Tagebuch zu führen als Hochelfenfürstin. Oh, der Cringe. Na gut, egal. Sundrin aus dem Hause Inioch, ich verzeih dir ausnahmsweise. Ich würde sagen, wir ändern nicht viel hier. Wenn wir uns langweilen, können wir es auf schwer stellen. Im Moment passt's aber. Also, let's go. Kurzbiografie. Zeit. Mein Vater ist der afroamerikanische Elfenkönig, Saridas, und meine Mutter frühere Baumschulkönigin, Julia. Mein Bree, Tannis, ist der Erstgeborene. Hoffe, ihm geschieht bald nichts Schlimmes. Mein Vater wollte mich voll niedermachen, aber ich bin ne Hardcore-Feministin und Giga-Chat-Spionin. Momentan kommen viele Flüchtlinge, die unser Land auseinandernehmen wollen, ich meinte, Schutz bei uns suchen vor dem blöden Staatenbund. Raute Cringe. Also, die Apparate bestehen, glaube ich, nicht aus Rauch. Das ist unwahrscheinlich. Dazu noch hat sie Schneckenbrüste. Aber vielleicht ist es bei Elben üblich. Da kenne ich mich ja nicht aus. Let's go. Also, Verlak, einer der Berater eures Vaters, kommt auf euch zu und macht euch ein Angebot. Mir ist aufgefallen, dass ihr euch für die Staatsgeschäfte interessiert, Sundrin. Es ist klug, euch auf mögliche Konflikte vorzubereiten. Die Menschen werden immer kühner. Und falls es zum Krieg kommen sollte, wird der Elfenhof dank eurer Bemühungen stärker sein. Wirklich? Das klang jetzt so, als müsste sie, like, völlig geheim das Ganze machen, weil niemand sie akzeptiert als Frau oder sowas. Nee. Sofort so. Ja, gut! Super! Ja, das ist so fortgeschritten. Wenn ihr mehr lernen wollt, kann ich ein wenig einleiten. Nö! Ich kenne mich aus. Ich schwöre, das Spiel beginnt gleich. Wenn ihr es noch nicht habt, abonniert und ich schenke euch eine Spirarenbrust. Voila! Mein Opa, der auch irgendwann mal König war, wurde von Menschen ermordet. Und ihre. Durch seinen Tod ist das Elfenschakra voll hops genommen worden und nun gab es plötzlich Beef in den Waldelfen und Dankelfen. Random Schattenboys kamen aus ... den Schatten? Alle Priester der Welt konnten sie vereint bekämpfen und gründeten zusammen den Staatenbund, der aber in like 2 Sekunden korrupt wurde. Meine Mama und mein Daddy zogen sich aus dem Staatenbund zurück und gründeten den Elfenhof neu. Ich und mein Bro sind nun die ersten wiedergekehrten Hochelfen-Iges. Meine Güte, ich habe keinen Plan, ob ich das irgendwie zusammenschneiden werde oder was, weil holy shit, ist das langsam. Schnarch.
Okay, das war ein wenig Vorgeschichte. Jetzt möchte ich aber Tod und Verderben sehen, ja? Bitte nicht nochmal eine Story, eine bitte. Na! Get lost, du fucking Loser, und unterbrich mich nicht ständig. Also, wo war ich? Ach ja, genau. Mein Brosito ist zu Verhandlungen mit dem Staatenbund gegangen. Ich habe mich mitgeschlichen. Der Rat des Ursprungs, wo die Verhandlungen stattfinden sollen, ist heilig und gesegnet und friedlich und völlig ohne Krieg. Und hier wird bestimmt nichts, und zwar gar nichts Schlimmes passieren. Punkt. 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 Was war das für ein Geräusch hinter uns? Okay, meine Güte. Das muss man erstmal überstehen. Let's go. Das sind wir, Sundren aus dem Hause Inioch. Wir sind Hochelfe, Schurke, euer Aufstieg zur Macht beginnt. Okay, nochmal, ich drücke auf Start gleich, aber ich weiß, dass wahrscheinlich noch 13 Felder aufploppen werden mit Infos. Ich erkläre ganz kurz, was Age of Wonders ist, für die Leute, was es nicht wissen, ja? Age of Wonders ist ein Spiel, in dem man einen großen Herrscher hat, der über weltliche, aber auch magische Fähigkeiten besitzt und der ein Volk zur Suprematie, zur größten Hegemonie, zur alles Mögliche bringen will, um zu gewinnen. Im Normalfall ist es einfach nur strategisch versuchen, sich zu alliieren oder versuchen einfach stark genug zu werden, alle anderen umzubringen. Aber in der Kampagne, die ich eben noch nie gespielt habe, ist das nicht der Fall. Ich denke mal, wir werden unsere magischen und weltlichen Mächte benutzen, um unser Ziel zu erreichen. Wir haben hier oben ein paar Sachen, die wir benötigen, also Cash Money für, zum Unterhalt von Leuten, Mana oder wie auch immer das heißt, das ist für magische Sachen. Wissen ist, um schneller neue magische Sachen zu lernen oder Upgrades, und das sind unsere Zauberpunkte, die brauchen wir, um Zauber zu machen. Gut, let's go, Start! Tannis Wachen sprechen, verboten in einem Tal, Prinzessin, bittet euch, einen Banditen im Wald zu kümmern. Okay, es sind Banditen im Wald, wir sollten sie töten. Im weiten Teich der Banditen duldet. Der Elfenhof vertraut darauf, dass er die Reisenden hier beschützt. Ich denke, keine Aufgabe übernehmen, wer ein Gespräch leitet. Wir müssen rasch gegen die Banditen vorgehen, bevor sie stark in den Welten überrennen. Überrennen, ganz genau, Digga. Wir überrennen. Wir haben ein bisschen hier an Bewegkunst. Da unten sind die Banditen, die wir aufhalten müssen, uns zu überrennen. Hier haben wir unseren Fürsten, der gerade am Rad ist, mit den anderen. Die sind alle ganz fancy und freundlich aus. Keine Menschen dabei, I guess. Hätte ich besser zugehört in der Story, wäre das logisch, das Ganze. Aber egal. Also los geht's. Führen wir die mal ineinander und lenken hier runter. Wir sammeln das bisschen Mana hier auf. War's Mana? Ja, das war Mana. Okay, hierhin. Und wir sehen sie jetzt schon. Was haben wir für Zauber? Raubzug. Bringt uns gar nichts im Moment. Das wiederum bringt uns etwas. Aber wir haben nicht genug Mana pro Runde, um uns das zu leisten. Okay, alles gut. Ein Talent erforschen. Wir machen mehr Zauberpunkte. Let's go. Angriff! So, um Kämpfe zu führen, kann man es automatisch machen oder manuell. Wir führen manuelle Kämpfe. Wahrscheinlich nicht immer, aber zur Einleitung ganz bestimmt. So, es ist RPG-mäßig aufgebaut, das Kampfsystem. Wir müssen warten, dass die fertig gekämpft haben. Danke, Buch, ich weiß es schon. Und danach kommen wir dran. Jede Einheit hat andere Fähigkeiten. Wir haben hier ein paar Bogenschützen. Ich glaube, ihr werdet niemals darauf kommen, was Bogenschützen machen. Aber ich bin ein kleiner Sturmmensch, das heißt, ich renne geradeaus voraus, ohne Rücksicht auf mein Leben. Zack, zack. Umso weiter wir uns bewegen, desto weniger gut können wir schießen. Zack, dorthin. Zack, zack. Wir schauen, eine Einheit nach der anderen zu töten. Eher als weiß Gott was zu machen. Dich schicken wir dahin. Das macht ihn fast nichts aus. Dann können wir gleich jemand anderen anschießen. Und wir haben alle bewegt. Weiter geht's. Jetzt habe ich nicht geguckt, gerade. Eingenetzt ist nicht gut, das heißt, jeder Angriff, den sie auf mich machen, macht mehr Damage. Ja, wir haben Giftklingenregen, das ist lustig. Ersticken, blenden, so humane Wege. Gut, dass es die Genfer Konvention hier nicht gibt. So, super. Den töten wir wahrscheinlich nicht, genau wie ich es vorhergesehen hatte, ja. Zack, zack, zack.
einen Schritt weiter und peng. Gut. Der schießt um einen Helden. Nicht mal. Merkwürdiger Bre. Zack, zack, plack. Und kapow! Schockbolzen in Le Fresse. Haben wir es geschafft. Danke, Tannis. Ich weiß, ich habe das super gemacht. Wir müssen herausfinden, was ihre wahren Ziele sind. Danke, Bruder. In Richtung von Hochelfendorf gibt's noch etwas. Wir sollten dorthin gehen, dass es ausgegangen ist. Wir haben die Mission geschafft. Kriegen eine Belohnung, die wir annehmen, damit wir das da kriegen. Yeah. Man sieht das nicht, aber yeah. Och, das war Big Cash. Fuck yeah. Hier haben wir gleich einen Schrein des Schutzengels. Den können wir... In dem können wir chillen. Das machen wir gleich nicht so. Wow! Wow! Holy shit! Wow! Was war das für ein Schrei? Und what the fuck? Warte mal, Gamblak erklärt euch den Krieg? Gamblak, der Heilige? Sundren, dieser Verrat wird nicht ungesühnt bleiben. Welcher Verrat? Euer Bruder hat den Frieden gebrochen. What? Indem er einen meiner Gäste angegriffen hat. Itzo. Ich glaube, Itzo war der Goblin. Tannis starb bei dem Versuch. Was? Genau wie die von euch gegen mich aufgewiegelten Rebellen gestorben sind. What, haben wir erledigt? Ich habe ihre Dörfer als Warnung an andere niedergebrannt. Was ist das denn für eine Warnung? What? Ihr Blut klebt an euren Händen. Excuse me, what? Holy shit. Das ist mal auf, Alter. Das war so, ja, meine Familie hat die Streitigkeiten, es gibt Krieg, Leute vergessen, was wofür der Krieg ist. Und jetzt einfach so, ja, dein Bruder ist tot und du bist schuld. So, what? Tannis, nein, mein geliebter Bruder, tot, warum? Ah, ich gebe keinen Aufstand. Ich müsste ihr eine richtige Stimme geben, oder? Tannis, nein, mein geliebter Bruder, tot, warum? Es gab keinen Aufstand und es war keine Rebellen in diesen Dörfern. Ihr habt Unschuldige ermordet und Tannis würde niemand zur ersten Waffe greifen. Oh, Gamblak, was geben wir Gamblak für eine Stimme? Ergebt euch und tragt die Konsequenzen. Eure Lügen werden mich nicht umstimmen. Eure Taten und die eures Bruders haben mir klar gemacht, dass der Staatenbund hier die einzige vernünftige Partei ist. Deshalb habe ich mich ihm angeschlossen. Das ist eine fröhliche Rat, ist eine Lüge. Dafür muss er stimmen. Damn. Wir werden nicht töten, langsam und schmerzhaft. Der sieht echt nicht so friedlich aus. Ja. Ha. Okay, verhandeln. Es wäre lustig, könnte ich einfach Frieden schließen? Vortrag schicken, was sagst du? Nee, okay. Aber wir werden es erst später rausfinden. Es wäre sehr funny. Oh nein. Also unser Bruder ist jetzt tot. Oh nein. Okay, I guess wir müssen jetzt alles töten, was uns da Ding und so. Sundren, eure Hoheit, Banditen wollen unsere Stadt niederbrennen. Bitte Hilfe. Keine Sorge, ihr könnt uns nicht in die Quere, wir können uns sehr, sehr mal, ihr sterbt. Nein, ihr werdet sterben. Kinderding. So, du stirbst, nicht wir. Noch mehr Banditen. Wir machen auch noch manuell. Wenn unsere Armee groß genug ist, können wir auch mal die automatisch machen. Zack. Die können als erstes angreifen, weil wir sie angreifen. Wir haben den Kampf hier begonnen. Gut. Was haben wir für Einheiten als Gegner? Gauner, Assassine, die muss ich als erstes töten dringend, und Gauner. So, voraus geht's, die müssen echt dringend sterben. Und die können sicherlich schon angreifen. Ja, die werden auf meinen Helden gehen. Oh! Ah! Okay, mein Held verpieselt sich. Und ersticken, blenden. Blenden macht, dass sie sich weniger weit bewegen können. Vielleicht ist das gut. Oder wie viel Damage mache ich denen? Ich möchte keine hohen Risiken hier eingehen. Gut. Geblendet. Super. Wir schießen dreimal auf die da. Das hat gut gedamaged. Da rein. Die sind motiviert. Das ist nicht gut für uns. So, wie weit kannst du jetzt? Immer noch so weit. Gut, wir gehen einfach so nah wie möglich. Wir müssen schauen, Leute umzubringen.
Wir können nicht zulassen, dass jeder, like, Einheit hier jetzt Angriffe machen kann. Gut, ist geblendet. Ah! Deswegen meinte ich, dass die Assassinen sterben müssen. Holy shit! Oh mein Gott! Okay, wen greifen wir zuerst an? Euch. Gut. Dann, ihr sterbt nicht. Du kannst immer noch so weit. Kannst du den Angriff noch gleich mal hintereinander führen? Nein, kann er nicht. Jetzt kann er nur normal kämpfen. Okay, dann getraue ich mich mit meinem Helden. Und vielleicht nicht in den Sturmangriff. Okay, doch. Fuck it, ich riskiere es, ja? Ja, wir machen den da. Wir... Ja, ich habe auch einen Fernkampf. Pfeile verschießen. Gut, schauen wir mal. Was machst du jetzt? Ja, du kannst ihn töten. Yes! Okay, gut. Er wird wahrscheinlich zum Helden gehen, oder? Nein, der wird die killen. Ah! Der kann's doch benutzen! Was hast du eine Lüge? Der Stand wurde bereits verwendet. Ich habe die 27 Damage gesehen. What the fuck? Okay, stirb. Alter! Assassinen sind ja viel zu cray-cray stark. Danke, sie werden uns jetzt wahrscheinlich unterstützen gegen Gamblak. Super. Er wird bezahlen für das, was er angestellt hat. Ja, ich habe 2 Einheiten verloren. Holy shit. Gut, als Belohnung habe ich aber eine Stadt bekommen und da ist eine Einheit eh dabei von Anfang an. Gut. Wie es scheint, sollten wir 1-2 Ortschaften hier angucken. Gehen wir mal dorthin. Oder warte, was ist denn da? Ein Weg finden. Ja, wir müssen ihn jetzt da töten. Das ist jetzt unsere Ding. Tarnung. Das sind nur Tipps. Tipps sind mir egal. Aber ich finde, ich habe das 1-2-1 nachgemacht. Zack. Gut, hier ist noch eine Stadt, wie es aussieht. Wir gehen in die Stadt hinein. Hier, was können wir machen? Bladesman. Bladesman? Das klingt sehr nach einer Mod. Ich habe. Was? Starte der Stürme? Ich dachte, sondern das Mod-Sachen. Lol. Okay, wir machen uns eine Belagerungswerkstatt als erstes. Aus dem guten Grund, wir beschleunigen das, da werden die ein bisschen angepisst werden. Aber ist mal egal im Moment. Das ist damit danach generell alle Gebäude schneller gebaut werden. Hast du noch Bewegungsdinger? Ja, geh mal zu dem Helden. Ihr bleibt kurz in der Stadt als Verteidigung. Die hier, um die werden wir uns kümmern bald. Aber das ist dann mal eine Sache für sich. So. Weiter geht's. Wir wollen hier als nächstes mal ein Wall? Was ist denn schlau hier zu machen? Alle Infanterieeinheiten kriegen einen extra Rang, wenn man sie macht. Das klingt nicht schlecht. Halbe Albträume. Das klingt schon sehr cool. Wir haben eine Kriegsakademie und da können wir mehr Einheiten machen. Stormbow? Ich möchte erwähnen, dass ich alle Mods deaktiviert habe. Ja, also alles, was man hier jetzt noch sieht, ist... Was nicht im echten Spiel ist, ist... Bug. Ja, scheiße. Ich hätte da mit der ganzen Armee reingehen sollen. Gut, Level Up, Trickster... Das ist alles Mod! Hä? What? Okay, wartet kurz. Okay, wir sind jetzt wieder da, ohne Mods. Ganz ohne Mods. Ja, das sieht schon viel realistischer aus. Ja, okay, alles gut. Ich möchte gucken, was dort ist. Wir müssen in die Richtung. Es scheint sehr stark, dass wir hier rein müssen irgendwie. Und ich denke mal, der schnellste Weg. Das sieht aus wie Berge. Wahrscheinlich dieser Weg. Hier haben wir ein Dörflein, das können wir danach erkundschaftlern. Ich weiß nicht, was meine Mission hier sein sollte. Hat abgelehnt! Wird abgelehnt! Ich habe doch Frieden angeboten! Das klingt doch super, like, normal. Okay, hier haben wir jetzt auch viel weniger zur Auswahl. Ist das so? Bin mir nicht sicher. Kann auch sein, dass ich mir das einrede. Eiserner Griff. Die Stadt wird happy. Kurtisanenbotschaft. Permanenten Beziehungsbonus und hat einen engen Beben. Braucht man gerade nicht. Alle Freischärler-Einheiten erhalten eine Sichtweite. Ist mir auch eigentlich egal. Einfache Seefahrt.
Einschiffen klingt sehr dingy. Jetzt sieht es aus, als wäre hier viel Wasser. Und vielleicht können wir ein paar Orte schneller begegnen, wenn wir über Wasser kommen. Aber Grimmschnabelkrähen klingt auch sehr cool. Und da können wir Gauner machen. Okay, wir gehen mal zu Grimmschnabelkrähen. Krumm? Grimm? Nein, Grimm. Wirklich Grimm. Mit Grrr. Grimm. Was ist hier denn? Lulz. Bumm. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Monsterjäger. Ha. Ich glaube, die greifen mich an, wenn ich in die Nähe gehe. Und ich glaube dazu, dass ich eine Einheit dringend mehr brauche in der Armee da oben. Ich weiß nicht, ob die kommen und mich angreifen. Wenn schon, ist die Stadt verloren und das will ich echt nicht riskieren. Weiter geht's. Oh, oh. Das war eine Falle. Die Wölfe haben mir eine Falle gelegt. Wieso können Wölfe das? Nur eine Runde lang. Wie viele Punkte habe ich? 30. Ersticken kann ich dann recht oft machen. Ich erstick die und lass die einfach näher kommen. Kommt her. Bin ich getraut. So. Das sieht nicht so aus, als hätte ich da eine gute Chance, ehrlich gesagt. Gut. Einer ist weg. Zwei können mich jetzt aber angreifen. Und mein Ding ist jetzt auch weg, dadurch, dass die Mod weg ist. Das ist ein wenig doof, dass ich mit Mods gestartet habe. Ihr könnt mich von hinten angreifen, oder? Ja. Okay. Giftpfeilregen! Giftklingen! Giftklingenregen! Das sah ja massiv cool aus. Okay, tschüss. Ja, das habe ich mir ehrlich gesagt schon ziemlich erwartet. Giftklingenregen! Giftklingenregen! Zack! Du bist tot. Mein guter Freund, es war schön, dich gekannt zu haben, aber es sieht nicht so aus, als würdest du den Angriff überleben. Ja, habe ich gedacht. Okay, ich mache dir mehr Damage als er mir. Aber es steht eh nichts anderes aus, als ihn anzugreifen. So! Tut mir leid, Bogenschütze! Oh nein! Jäger wenden sich an euch. Wir haben die gerettet! Ach so! Wir stehen zu euren Diensten! Ey! Woo! Monsterjäger! Cool! Das ist etwas, was ich cool nenne. Ja, du kannst wieder zurück, I guess. Da gibt's jetzt nicht mehr viel da oben zu tun. Und weiter geht's zur nächsten Runde. War gut, dass wir dorthin gegangen sind. Zack, wir holen uns noch das Manet. Und ich hol mir persönlich noch diese... Was ist denn das? Produktionsressourcen. Ach so, das baut ein Gebäude, glaube ich. Holzwall! Yeah! Woo! Wollte ich eher als nächstes bauen. Oh, schaut mal die Stadt an. Einheiten möchten joinen. Claro! Wir werden OP! Die haben hier keine Chance. Gauner, yes. We want the Gauner. Zack. Alter, wir machen uns jetzt schon eine richtig saftige Armee. Wie weit könnt ihr laufen? Ziemlich fucking weit. Darüber. Du holst noch das Gold, wenn du schon unterwegs bist. So. Ich 5 Leute. Schaffen die 5 Leute es? Ich will halt auch nicht riskieren. Risky spielen ist immer sehr risky. Was Sinn ergibt, I guess. Wachstube, das macht mehr Mana. Ich mache, dass wir mehr Mana kriegen als erstes, bevor ich uns Einheiten produziere. Und ich mache ein paar Upgrades, yes. Ich mache das genau so. Und Reitplatz. So, jetzt werden ein paar Einheiten höherrangig produziert. Und das ist, damit wir mehr Mana kriegen, damit wir uns danach hier Raubzug holen können. Oder, nein, Leichen. Leichenflederei. Das klingt super. Leichenflederei. Ich stehe dafür. Enkides approves. Gut, da rein, da rein. Zack. Die Eilbeeren geben uns nochmal mehr Sprintgelegenheiten. Und die paar Einheiten hier gehen damit. Gut. Armeen können eh nur 6 Leute beinhalten. Unsere Stadt ist gewachsen. Wundervoll. Bade. Baden sie. Oh, danach können wir Assassinen selbst machen. Ihr müsst wissen, ich kenne das Spiel, ja? Ich kenne das Spiel, aber Sachen wie Schurke spiele ich nie.
Also, ich bin da nicht sehr gut dran. So, einfache Seefahrt und der Kampf. Oh, Gnade zeigen. Okay. Das ist cool. For free einfach bekommen. Zack. Eine Mission. Okay, das ist eine Feenstadt. Cool. Was wollt ihr, dass ich tue? Die Burg in der Nähe erobern. Gamlag im Norden. Burg errichtet, die Brücke Besucher zu versperren. Okay. Na klar, nehme ich's an. Ich muss nur darüber gehen und die Burg einnehmen. Das klingt doch easy. Was kriege ich dafür? Warte, was? Oh, sagt mir gar nichts. Okay, cool. I guess, ich kriege einfach keine Belohnung. Keine Sorge, das ist Belohnung, voll overrated. So, rüber geht's. Oh, oh. Du siehst viel zu cooler. Stufe 3 Einheit! Wiedererweckung! Märtyrer. Großschwertkrieger. Und da hinten ist nochmal ein Speerträger. Das scheint mir ein wenig unfair. Aber ziemlich ausge... Die haben auch noch Steinmauern. Versuchen wir es einfach mit der Armee, was wir haben. Let's try. So, da ist die Burg. Au! Excuse me, was ist gerade passiert? 30 Damage? Haben die... Ja, die können Fernkampf. Und das war's, nur die da ganz hinten. Ich kann mich vielleicht im ersten Zug getrauen, weiter nach vorne zu latschen. Monsterjäger. Vielleicht sind meine Monsterjäger ja zu irgendwas gut. Au. Das tat ja Schweinigst weh. Schweinigst? Heißt das irgendwas? Ja, dich müssen wir blenden. Widerstanden. Scheiße. Fuck, okay. Ich mache jetzt zweimal ersticken, I guess. Au. Oh, die haben auch Fernkampf. Okay. Eins näher. Kann das Ziel nicht erreichen. Fuck. Okay, ihr geht einfach mal rauf. Das dürfte die Leute ziemlich ablenken eigentlich. Hier, schießt hier rauf. Monsterjäger, ihr geht das Tor einbrechen, aber das ist ziemlich gefährlich, die Kacke. So, du gehst auch näher. Und erstickst die hier. Gut, wir müssen Einheiten loswerden. Die kommen näher, die werden wahrscheinlich schon schießen können. Dass sie das tun, war klar. Gut, zwei Einheiten von mir sind schon so ziemlich tot. Was ist the way to go hier? Also die hier sind scheißegal. Die haben das jetzt schon einmal benutzt und du bist sicher tot. Du kannst sicherlich nichts mehr tun. Zack. Der hat bis jetzt kaum Damage gekriegt, aus dem Grund, dass er von dem die Schadensübertragung hatte. Zack. Und wir ersticken ihn noch einmal. Das ist nicht nochmal, das erste Mal. Ihr dazu noch, könnt ihr das näher und ihn ein bisschen Damage machen. Nicht sehr viel. Ja, du wehrst dich nicht, du stirbst jetzt einfach, ja? Das ist dein Job hier. Scheiße. Super Kacke. Schlechter könnte es nicht ausgehen. Schrott, Müll, Kacke. Tor einreißen. Oh, das sind so heavy losses. Schieß. Ja. Tor ist offen. Weiß nicht, wie viel mir das jetzt bringen wird. Im Moment gar nichts. So, weiter geht's. Bitte schießt ihn nicht in den Rücken. Au, wieso schießt ihr ihm in den Rücken? Gut. Ich mache ihn gut Damage, bevor ich sterbe. Ich tue mal seinen Fernkampf völlig annullieren, indem ich dahin gehe. Mit dem Helden gehe ich hier rüber. Er kann einmal sprinten und das machen. Das heißt, er wird wahrscheinlich das auch tun. Und mir Sau-Damage machen. Das sind aber Zukunftsprobleme im Moment. Wir gehen alle, wir tun mal alle in die Nähe. Zack, greifen ihn einmal an. Du hast
gar nichts, was du tun kannst, meine Liebe, Sundren. Also, so. Ja, habe ich gedacht. Oh, aber er hat nicht seine starke Fähigkeit benutzt, was dumm war. Betäubende Berührung, 70%ige Chance. Widerstanden. Du weißt, dass du ein Arschloch bist, oder? Ich hoffe, das weißt du. Von hinten, zack! Huh! Das war heftig. Ich hab nicht gedacht, dass ich so viele Leute verliere. Gut, wir haben die Stadt jetzt auch noch bekommen. Mission erledigt. Wundervoll. Cool. Wir sind von einer Einheit und einem Bruder zu drei Städte und kein Bruder gegangen. Und damit würde ich auch die erste Folge mal beenden. Sagt Bescheid, wenn es euch gefällt, ja? Ich bin super neugierig, was ihr davon haltet. Habt noch alle eine richtig tolle Zeit und wusch.